Kurzschusseln. Oh, wir müssen mal eben gucken, was haben wir denn noch an Fracht? Bomben für Bombarden, Kanonenkugeln, Mörserbomben. Wir haben das. Haben wir nicht mehr installiert gehabt? Auch noch drin. Okay. Ja, wir probieren es. Keine Ahnung, wo wir hin müssen, aber wir gucken mal. Also das Viech ist irgendwie noch zu hart. Oder ich mach irgendwas falsch. Keine Ahnung. Da hinten müssen wir hin. Also, mein Junggesellenabschied war ja damals in Hamburg. Erst am Hafen. Da haben wir so ein Escape Room gemacht. Auf dem Schiff. Und danach sind wir so ein bisschen kurz in Hamburg rumgetingelt, da am Hafen in der Nähe. Dann sind wir zum Brasilianer gegangen. Haben gegessen. Und dann sind wir immer so zwischen Hafen und Kiez hin und her gependelt. Weil auf dem Kiez war Schlagermove. Weil ich bin nicht so der Schlagermensch. Es gibt einfach nicht... Es gibt keine Kneipe, die so viel Alkohol hat, dass mir Schlager gefällt. Zusätzlich trinke ich ja auch gar nicht mehr. Das ist so Schlager und auch diese Musik von besoffenen Proleten für besoffene Proleten hier. Was, ich bin ein Saufautomat. Und diese ganze Kacke kann ich überhaupt nicht drauf. Das ist überhaupt nicht meins. Aber trotzdem war das cool. Wir hatten Spaß. Wie gesagt, wir sind immer ein bisschen hin und her getingelt. Mal wieder ein bisschen zum Hafen. Da ein paar Bierchen getrunken. Dann mal wieder hoch. Bisschen über den Kiez rüber getingelt. Das war auch schön. So, dann gucken wir mal, ob wir die Löwe, Ratte, was auch immer. Die Ratte. Wir sind der Löwe bestimmt. Ob wir die kriegen? Der ist aber jetzt nicht in dem Sturm hier oder so, ne? Das wäre ungeil. Oh, ich habe gar nichts für meine Ausdauer. Störe das Treffen. Treue. Die sollen wir versenken. Los! Schatten dicht machen! Oh, ich schon nicht! Ein Sturm, Kapitän! Wie sollen wir denn da das Schiff finden? Huckuck. Ihr seid erledigt, ihr Hunde!
Zeig den Leuten, es sind ja auch noch die anderen da, ne? Zu tun haben. Hallo. Gott, wo sind wir? Ich sehe nichts. Alter, diese See ist ganz schön hier. Weißt du? Boah. Ich würde gerne mal meine anderen Kanonen ausprobieren. Darf ich mal? Ich drehe mich mal eben. Wen soll ich? Die Spectre da. Okay. Es sind ein paar mehr, ne? Fuck. Ah, natürlich holen die gleich noch Hilfe. Wir nähern uns direkt das Treffer! Alter, die haben aber richtig Bock. Kanonen, die heutigen Tag übersteht euer Schiff nicht! Feuert die Kanonen! Der Abgrund wartet auf euch! Ah, ich weiß noch nicht. Bis jetzt schlage ich mich ganz gut, auch wenn wir dann schon was abkriegen. Könnt ihr mal damit aufhören, mich hier so wegzuschieben, ihr Ochsen? Sie kriegen Spuckreichweite! Zerschmettert sie! Falsch! Falsch! Ich hatte Kraken rufen. Das hat bestimmt der Schmerz! Kann sein. Aufzugeben ist keine Schande! Bestimmt Reichweite! Vergeht sie!
Das, Alter, hier geht aber was ab, ne? Dann noch die raue See. Kümmert euch um das Schiff, ihr Mist! Was ist denn? Ja, an! Unser Schiff ist im schlechten Zustand! Ach! Ist das so? Nicht so hämisch, Kapitän! Nächstes Mal! Sherlock wollte, dass Karadex hier sterben. Aber Sherlock muss sich für seinen Verrat verantworten. Enter, Missy, Captain. Ach so, ne, das wird wohl nix. Zeig mir den Grund, was wir wert sind! So, dann müssen wir zurück und dann müssen wir dafür sorgen, dass wir mal wieder was für die Ausdauer haben. Ja, so, jetzt kann ich auf Josies Nachricht eingehen. Ja, klingt wirklich auch sehr gut, kann ich aber auch verstehen mit dem Schlager. War dann auch im Musikpark dezent genervt davon, als sie ständig die Malle-Schlagerlieder wiederholt haben. Als gäbe es keine tausend anderen guten Tanzlieder. Ja, es ist halt, ja. Geschmäcker sind verschieden, klar, aber meins ist das nicht, ne? Überhaupt nicht. Allgemein so dieses Zelebrieren, auch ob es jetzt in Musik ist oder in dämlichen Sprüchen oder Videos, wie geil das ist, wenn man 300.000 Gallonen Wodka in sich reinballert oder Bier oder weiß der Geier, ist überhaupt nicht mehr so meins, ne, weil es ist einfach ungesund. Machen wir uns nichts vor. Und wir haben in Deutschland meiner Meinung nach sowieso ein riesiges Problem mit Alkohol. So, müssen wir gleich mal kochen, sofern wir irgendwas haben. Das weiß ich ja nicht. Eigentlich haben wir das mal alles im Schiff, ne? Und das liegt jetzt alles bei dem Vieh. Und da baller ich jetzt heute nicht mehr hin, weil da kriegen wir nur auf die Fresse. Also diese Kanone da links, die ist irgendwie geil, aber sie macht halt noch nicht so viel Schaden, weil sie noch nicht so gut ist, ne? Und ich glaube, wir haben ja auch im Lager nichts, weil das haben wir immer mitgenommen, oder? Kennt ihr die Fabel vom Affen und der Katze? Sherlock lässt euch die Risiken eingehen und ihr werdet nichts davon haben. Hm. Nee, wir haben jetzt halt keine Kokosnüsse und sowas. Ich kann halt gegrillten Hai mitnehmen. Habt ihr meinen Stift gesehen? Er ist grün. Ich helfe gern. Ich habe keinen Stift. Der Ratte hat versucht, mich zu bestechen. Er kommt uns alle teuer zu stehen. Ich nicht.
Ihr habt einen Segelleichter gebaut? Nun, ihr werdet sicher bald Größeres steuern. Das will ich hoffen. Sprotte! Ihr seid zurück. Karadec ist also doch nicht unsterblich. Der beste französische Captain fiel durch eure Hand. Ich wusste, ihr würdet diesen Kampf gewinnen. Karadec ist tot. Ja, ich sprach mit Karadec. Dieser ruhmsüchtige Narr. Schon beim Gedanken daran, eine Berühmtheit wie euch zu töten, lief ihm der Sabba aus dem Maul. Also wart ihr nicht nur der Köder, sondern auch der Haken und das Messer. Die Falle galt nie euch, sie galt immer Karadec. Die Kompanie hat ihren Helden verloren und die Ratten ihren Anführer. Niemand stellt sich uns mehr in den Weg. Die Welt gehört uns. Krieg dich wieder ein, Sprotte! Habe ich dich je in die Irre geführt? Schon ein kleines bisschen. Der Exeter. Weißt du noch, wie elend du aussahst, als du zum ersten Mal hier reingestolpert bist? Und jetzt sieh dich an. Du hast Macht über deine Feinde erlangt und dir auf der ganzen Roten Insel einen Namen gemacht. Und es heißt, Admiralin Rama im Osten will dich treffen. Zweifellos wird sie von deinen Taten gegen Karadec erfahren und von der Piraterie gegen die Kompanie. Und zwar von meiner Wenigkeit. Sie braucht einen gewieften Piraten wie dich bei ihrer schleppenden Rebellion gegen die Holländer. Im Gegenzug füllt sie dein Schiff mit Schätzen aus dem Osten, von denen wir Piraten in St. Anne nur träumen können. Und dann, Sprotte, könntest du bald eine eigene Flotte haben und jede Menge Captains am Rockzipfel. Wer weiß, vielleicht wirst du eines Tages sogar ein Piratenfürst wie ich. Und das Wichtigste ist, auf dich ist Verlass, das muss ich schon sagen. Gibt nicht mehr viele, mit denen ich anstoßen würde, weißt du? Ich danke dir, Sprotte. Im Unterschlupf gibt es immer Aufträge. Und wenn wir uns wiedersehen, stehen mir die Flammen hoffentlich nicht mehr bis zum Hals. Was? Wir sind aufgestiegen. Wir sollen irgendeinen scheiß Brief lesen, okay? Absolut, mein Doc hat auch gemeint, alle regen sich über das grüne Zeug auf. Das ist eine der schlimmsten Drogen seit Jahren. Frei für zugängliches. Ist halt so. Ist halt so. Korsartruhe. Ringe. Tigerstolz. Gesinne. Nehmen. Machen wir erstmal Fracht kurz, damit wir da. Ups, was haben wir hier noch? Silber und Jade, okay. Also Alkohol ist ja, also, ich will jetzt Gras nicht harmlos reden, ne? Ist es ja auch nicht. Also, gerade dadurch, in den meisten Fällen rauchst du es und das ist absolut nicht gut für die Lunge. Ne? Lungenkrebs lässt grüßen und so. Wenn ihr immer wieder kommt, muss ich euch eine Geschichte vorlesen. Aber wir öffnen das mal eben. Brechstange, Sichel,
Leopold 1. Okay, Leopold 1. Was auch immer das ist. Ah, das ist die Mörser. Hier haben wir was mit Explosiv, naja. Für unsere andere Geschichte hier. Jade kann das Lagerhaus, alles. Eine meiner Lieblingsfabeln ist die über das Pferd, das ich am Hirsch rächen wollte. Rache ist süß, doch bleibt besser unerfüllt, wenn sie zu teuer erkauft werden müsste. Aha. Ich habe da letztens irgendwie ein Video gesehen von einem Arzt, der auch gesagt hat, ne, dass Alkohol absolut Gift natürlich für das Gehirn ist, für die Leber ist und so. Um einiges, also schlimmer auf jeden Fall als Haschisch. Soll ich mein Einfluss? Ach, jetzt soll ich nach Osten oder was? Aber da habe ich immer noch ganz schön auf die Fresse gekriegt. Aber ich soll da jetzt mal hin. Ich weiß ja nicht. Könnten natürlich versuchen, ein größeres Schiff und so zu kriegen.